Ja, gut. Dann, der Guardianum ist ja vorgewandert, das heißt, ich würde auf jeden Fall schauen, dass ich da hinkomme. Die Zone bleibt aber stillstehen, ne? Die Zone von der Blutenregen. Ja. Der geht mit mir mit. Das ist Z. Z ist fix. Ja. Okay. Ist aber irgendwie insgesamt merkwürdig, oder? Hätten wahrscheinlich einfach G schreiben müssen. Das ganze Ding ist merkwürdig. Ja, schon. Dann kannst du dich definitiv bewegen, wenn du möchtest. Eine Aktion Position ist das dann sonst. Geteilt durch 10. Das ist jetzt ein Meter. Wo ist Sven? Du musst im Übrigen währenddessen weiter. Das heißt, ich kann wie weit? GS9 sind 5 Meter. Bis da. Gut, erste Aktion, noch eine Aktion? Sonst guck erstmal zu. Hm. Architekt. Muss ich noch nicht machen. ANSP, dann greife ich den Geweihten an. Das ist Rafim. Auch wenn der im Guardianum steht. Ist halt. Nee, ich kann ja Jalan angreifen. Dann greife ich Jalan an. Auch um die. Um den Guardianum herum. Weil Abel mir keinen eigenen hat, oder? Noch nicht, nein. Gut, dann greife ich Jalan an mit P. Bam, 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 bam. Auf die 10. Und das ist nicht wirklich. Also, das muss ich ja. Das mach ich. Einmal getroffen? Einmal getroffen. Mhm. Die 5. Die 5 hat getroffen. Ja, ja. Ich sag, Ja, gut. Sind 2 bis 6 plus 2. Ich meine, ja doch. Sind 9 TP. So, ne? Also muss ich selber machen. Musst du selber machen? Warum vergesse ich das jedes Mal? Das ist nur der Ton so, da kommen dann 3 durch. Musst du eine Selbstbeherrschungsprobe würfeln? Ja, ne? Ich bin mir bei Liturgien nicht ganz sicher. Ich mach erstmal einen und dann gucken wir weiter. Selbstbeherrschung plus 3. Wenn die gelingt, dann ist das sowieso egal. Ja, da müssen wir gar nicht gucken, dass es gelungen. Gut, ansonsten, Boltax, du erkennst, wie sich Steine lösen und es weitere Angriffe gibt, die allerdings vom Raum selber kommen. Und Abelmir, war der Raum eben schon so klein oder wird der kleiner? Auf wen lösen sich denn die Steine? Also vor allem für Jalan. Auf Jalan. Jalan ist dran, 14. Sechste, siebte Aktion. Boltax, warte, 15. Warte, nee, fünfte, sechste, sorry. Ja, wenn ich sehe, dass da so ein großer Brocken auf ihn runtergeht, würde ich natürlich einen Archophaxius auf den Stein und den halt zweimal verkürzen. Okay, das heißt, der Stein fällt runter und du willst den Stein im Flug zersplittern lassen? Ja. Coole Aktion. Dann würfel mal. Stein kommt, wie gesagt, runter. Das ist ein schwerer Brocken. Ja. Dann schauen wir mal, ob ich das schaffe. Also, wie gesagt, ich will ja nur minimal seine Flugbahn verändern. Ja, okay, mal gucken. Also, je nachdem, wie gut es mir halt gelingt, ne? Muss ich jetzt mal schauen. Also, ich würde gerne. Also, ich würde mir für den Stein. Ich gebe dem Stein mal 5 Trefferpunkte und einen Rüstungsschuss von 5. Okay. Na, dann sage ich lieber 2 Würfel an. Beziehungsweise Härte und. Ja. Schauen wir mal, ob ich überhaupt den Zauber durchkriege. Ich muss mir zwei noch verkürzen. Also, Archophaxius Erzstrahl. Ja. Das ist gelungen. Wie viele Würfel? 2 hatte ich gesagt. 2 Stück nur? Ja. Dann kommst du nicht durch. Du kannst den Strahl. Ja, du setzt den Strahl an und es gelingt dir nicht. Jalan wird an der Schulter getroffen. Für. Nochmal 2 wie 6 minus 2 Schadenspunkte. Sind 7 TP und wir ziehen da 2 Punkte nochmal von ab, das heißt, dann sind das 5. Dann bin ich genau auf meinem Rüstungsschutz. Gut. Trotzdem taumelst du so ein bisschen leicht nach vorne, nach hinten und kannst dich wieder fangen. Liturgie wird nicht abgebrochen. Abelmir. Ich würde einen Guardianer wirken, und zwar in zweifacher Wirkung. Schutz gegen Zauber und Schutz gegen Dämonen, also plus 6. Wurde es verkürzt, ich habe nur eine Aktion zur letzten Kampfrunde übrig. Also ich brauche den Armaturz 3 und jetzt sind es sozusagen die zweite Kampfrunde. Es wurde halt wieder plus 6 feste Dauer, fester Wert und plus 3 aus der verkürzten Zauberdauer. Es wäre dann eine plus 9 Probe auf den Guardianum. Okay. Plus 9? Ja, wir haben plus 6, plus 3, plus 3. Das ist ein fester Wert, wird nicht halbiert. Ganz knapp gelungen. Ja, du merkst, wie wohl die astralen Fäden sich hier nicht ganz so einfach spinnen lassen. Aber dir gelingt es dann doch noch in der letzten Sekunde, den Guardianum aufzubauen, die Matrix abzuschließen und der Schild
schließt sich um dich herum. Rafim. Ja, ich hau den Dunkelsteiner. Diese Aktion hat er noch nichts gemacht. Ja, ist korrekt. Ich hau ihn trotzdem. Ich gebe ihm mal so eine entspannte Viererfinte. Ach komm, Sechserfinte, kein Geiz. Sechserfinte, das pariert da. Hast du es geschafft? Ja. Dann, warte mal. Dann stoppe ich sie. Ja, ich wollte gerade sagen, ich ziehe vor und mache dann mal meinen Angriff als erstes. Und. Gut, er weiß nicht, was du für eine Parade hast, ne? Gib mir nochmal einen sieht meine, Wuchtschlag 2, Finter 2. Ist das clever? Also. Ich mach das. Nee, warte. Er sieht ja meinen Angriff, also er kann mich ja schon einschätzen. Ja. Also vom Angriff her kann ich schon darauf schließen. Wuchtschlag 2, Finte 4. Fuck. Ja, hätte wäre aber egal gewesen. Du tauchst unter dem Schlag durch und er zerteilt die Luft. Ja, dann kriegt er jetzt mal einen 6er Wuchtschlag ins Gesicht. Ich habe aber auch so ein knappes Glück, dass ich so knapp ansage. Da ist der Blütenregen drin und da ist der Ding jetzt noch drin. Nee, das ist ein 6er Wuchtschlag. Ich stehe ja nicht mehr im Blütenregen. Aber du stehst noch immer in dem weichen Stein. Ah, okay. Nee, in dem weichen Stein stehst du noch. Dann ist es nicht geschafft. Ja, dann Chip, Freunde. Hast du ihn nicht schon benutzt? Für was? Ja, er wollte ihn benutzen. Er wollte ihn benutzen. Dann ist es jetzt. Das klappt! Jetzt ist es plus minus null. Genau. Ja. Genau. Oh, gut, dass ich so geizig bin mit meinen Ansagen. Was war das? Eine Wucht? 6er Wuchtschlag, geizig. Ja, Junge, komm runter. 21. Ins rechte Bein. Das sieht noch gut aus. Und dann kriegt er jetzt natürlich den Umgewandelten ins Gesicht. Warte. Achso, du musstest ja nicht parieren, ne? Nee, ja. Er hat's verkackt. Ja, ich merk's. Ich fünf? Ja, jetzt habe ich natürlich nichts angesagt. Jetzt ist mit der plus 2 auch wieder nicht. Nee, ja, ich habe auch nichts angesagt. Und nochmal 19 in den Schilderarm. Gucken wir mal, wie lange der Dunkelsteiner das noch macht. Ja. Er bleckt die Zähne, zeigt dir seine Reißzähne, die tatsächlich, das Fleisch ist sehr, sehr tierhaft nach oben zurückgezogen. Sieht sehr scharf aus und versucht zu regenerieren. Du merkst, wie sich die Wunden schließen. Bleckt die Zähne, knotig an, wie ein Wolf, tierhaft. Rafim ist durch, Isarun 20. Ja. Ich möchte mich gerne auf die andere Seite von Rafim bewegen. Muss ich da irgendwie weit drum rum? Nee, wahrscheinlich nicht. Du möchtest so rum, ja. Das ist eine Aktion. Position. Gut, dann mache ich das einfach. Ich möchte mich halt so aufstellen. Ich check nochmal gerade die Weite. 3 Meter. Ja, das sollte gut sein, wenn ich hier stehen bleibe. Ja, passt. Damit du selber ihn schlagen kannst. Genau, ich möchte nämlich Jelan schlagen, aber gleichzeitig Rafim die Möglichkeit geben, auf das Schneckenwesen einzuschlagen. Weil du das selber nicht kannst? Dank Galianum nicht. Dann hast du noch eine Aktion. Dann habe ich noch eine Aktion, genau. Ich glaube, Zulamina ist aber noch dran, ne? Ja, du kannst auch zuschlagen. Der kann sich eh nicht mehr wehren. Er kann nichts mehr machen. Dann kannst du schon mal zuhauen und kannst Zulamina ihre Aktion machen. Sind wir in diesem weichen Steinkreis drinnen? Plus oder zwei, ja, plus zwei zur Zeit. Ich glaube, der ganze Raum ist aufgeweicht. Ja. Oh, der ganze Raum. Ich dachte, das wäre die Markierung gewesen, sorry. Nee, die Markierung ist der Rosenregen. Okay, ich möchte noch einen Dreier-Wuchtschlag dazugeben. Ich kämpfe übrigens mit meinem Bandschwert. Ja, hab ich mir gedacht. Zendurium, was dann Silberschaden machen würde. So Äquivalent zum Silber. Wenn du triffst. Ja. Da ist noch genug übrig. Das sind dann, warte mal, der Wuchtschlag ist da mit drin? Ja, also Wuchtschlagschaden. Ja, sind. Ich muss gerade überlegen, das sind
Erst wird die Rüstung, nehme ich dir die Rüstung weg, dann bin ich bei 14 und die 14 werden verdoppelt. Das sind 28. Weil es kein Crit ist, sondern weil es ein doppelter Nimmt. Möchtest du eine Trefferzone haben? Ja, jetzt auch nicht den Kopf. Oh, nein, schade. Der Schildarm. Schildarm, gut. Regeneriert hat er schon in dieser Kampfrunde zu Lamin. Können wir den Guardianum schieben, dass man den sieht? Guardianum ist um Isarun herum, 3 Meter. Okay, gut. Ich kann diese Runde nur noch gehen, denke ich, aber ich möchte dahin, dass ich... Kann ich so stehen, dass ich Yelnan und den Dämon hauen kann, ohne aus dem Guardianum rauszugehen? Also du könntest dich hier hinstellen, dann kannst du Yelnan hauen. Hier kannst du dich hinstellen, dann kannst du beide hauen, aber da hast du gar kein Guardianum. Also, schwierig. Gut, dann stelle ich mich neben Isarun. Oh, weiter kommst du nicht. Gut, dann ist die Kampfrunde durch, wenn Boltax noch eine Aktion. Genau, ich habe noch eine Aktion. Ich hatte mich ja vorhin orientiert. Ist dieser Gegner, den ich kenne, ist der auch ein Werwolf oder ist er ein Mensch? Yelnan von Dunkelstein hat sehr tierhaftes Äußeres mittlerweile. Er ist nicht verwandelt. Okay, gut. Dann werde ich wohl wahrscheinlich auf den Kopf kommen, dass er ein Werwolf ist. Ja, wäre dann Tierkunde. Sagen wir gehen Probe, wäre das, um das ihn so nochmal zu identifizieren. Es ist auch ein Gewimmel und es ist dunkel und dass sich da jetzt die Wunden schließen, ist schon sehr schwer zu erkennen. Ich würfel eine Sagen wir gehen Probe. Ja, mach einfach mal. Ja, sehr dunkel, aber es könnte sein, ja. Gerade so wie er sich verändert hat. Gut, dann weiß ich das für die nächste Kampfrunde. Gerade weil auch Isarun zugeschlagen hat und der Schlag von Isarun war wohl nicht so sehr tödlich wie der von Rafim, aber er hat lauter aufgebrüllt. Also das scheint wohl mit dem Endurium zu tun zu haben. Gut, nächste Kampfrunde. Mira ist dran. Überlege gerade, Stopp. Architekt zieht vor. Gestein wird weiter verflüssigt und ihr steht jetzt bis zu den Knien in weichem Gestein. Meine Zone wirkt drei Schritt oder denkst dran, Schild gegen Zauber. Dann bist du mittlerweile immer noch auf dem Boden. Ja, wirst du ein bisschen rausgedrückt. Also es ist ein Zauber. Es ist ein harter Schmelze. Der Boden ist aufgeweicht, aber ja, gut. Wird das jetzt? Es ist ja eher so eine Art Umweltzauber, der jetzt nicht direkt gegen dich gewirkt wird. Also doch, du wirst auch eingesackt. Aber nicht weiter. Also du musst mit einer +2 zugange. Ja, du bist mit einer +2. Auch, oder? Du auch, genau. So wie er steht mit einer +2, die anderen haben eine +4. Mira ist dran. Ja, die kann leider immer noch wenig tun. Die steht da und versucht sich aus dem Zeug rauszu. Gut, dann möchte der Architekt, ich überlege gerade, Zulamin ist geschützt. Habe ich noch irgendwelche Geweihten? Ich bin auch geschützt. Wo bist du denn geschützt? Aber mir ist gerade Ahnung. Nee, das sind keine 3 Meter. Das sind tatsächlich 4. Aber mir, du bist nicht zu welchen. Wer hat von unten gezogen? Ich wollte gerade sagen. Aber mir, du bist nicht zu welchen Schritt gehen. Wenn Abel möchte. Das ist in der Kirschblütenzone, oder? Das ist richtig, aber es bringt doch nicht so viel. Wenn Abel möchte? Ich habe den Chip nicht mehr. Du erinnerst dich? Ein Schritt gehen, Lein. Ein Schritt kann ich gehen. Dann so, dass du Yalan eindeckst, genau. Dann stehe ich drin. Gut, dann ja, will ich trotzdem. Ja, Abel mir in die Manndeckung. Dann möchte ich trotzdem mal 2 Attacken gegen Abelmir machen, beziehungsweise gegen den Schild von Abelmir, die würden sicherlich automatisch treffen. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Das sind dann jeweils 2W6 +2. Das sind einmal 13 Schildpunkte, die da abgezogen werden und einmal, ja, beziehungsweise 13 Trefferpunkte und einmal 5 Trefferpunkte. Also insgesamt 3 Schildpunkte. 3 Schildpunkte, auch 7. Insgesamt 3 Schildpunkte, genau. Du bist zum Glück nicht so stark wie Isarun. Das merkt er. Und dann ist der Architekt fertig. Jana. Die Macht. Nächste Runde geht's rund. Voltax. Ja, ich würde mich in eine Aktion. Hierhin bewegen. Stehe ich noch in Abelmirs Schild. Ja. Und ich habe jetzt freie Sicht auf Jana. Und in der zweiten Aktion würde ich beginnen zu zaubern. Wieder ein Archifaxius. Ich würde allerdings versuchen, ihn als Silber. Archifaxius zu gestalten, weil ich mir ja mittlerweile gewahr bin, dass es sich dabei wohl um einen Werwolf handelt und ich nicht viel Schaden möchte. Das wäre eine Veredelung des Elements, das heißt, ich verdopple
dabei die ASP, die ich einsetze. Dann würde ich gerne dreimal modifizieren, und zwar dreimal Kosten einsparen, 10%. Durch meine Repräsentation kann ich das auch bei diesem Zauber. Interessant. Und ich würde noch einmal die Variante enger Strahl wählen. Aua. Ja, das für mehr Wunden. Ja. Das sind dann insgesamt, ich kann auch meine ganzen ASP einsetzen. Ich würde dann natürlich auch mit den entsprechend vielen Würfeln würfeln. Allerdings dadurch, dass ich halt die Modifikationen habe, ist der Zauber insgesamt bei 7 Aktionen Zauberdauer. Also der dauert halt jetzt ein bisschen. Mal gucken. Dann macht doch weniger Kosten und mehr Zauber einsparen. Ja, stimmt eigentlich. Das also jetzt so ein Kampf, ich meine, jetzt du weißt ja auch, dass Jalan jetzt gleich fertig ist. Ja. Dann mach ihn lieber kürzer und hau halt mehr ASP raus. Ja. Gut, ist natürlich. Also sonst killt Lau, ne? Stimmt, das wäre natürlich blöd. Ja, macht er das? Ja, mach ich. Er kriegt den Architekt und du kriegst die Elner. Ja, geil. Das ist nicht garantiert, dass diese Liturgie durchgeht. Nee, dann, ich weiß. Dann mache ich keinen Kosten einsparen, sondern an dieser Stelle dann einmal Zauberdauer verkürzen und einmal Kosten einsparen. Bin ich dann. Nee, ich mach einmal Zauberdauer verkürzen, einmal Kosten einsparen und die Variante. So, Würfel, 3W6. Erschwernis von... Und... Da. Wir würfeln einmal. Ja. Das ist knapp gelungen. Wie viele Würfel sagst du an? Ich sage... Naja, ich kann ZFP Würfel ansagen. ZFP? ZFW. ZFW, meinst du? Ja, 13 könntest du sagen. Dann sage ich mal, sagen wir 10 Würfel an. Junge, wie viel ASP hast du denn? Nicht genug, ich habe nur 19 ASP, aber der Zauber wird trotzdem nicht viel schlagen, weil ich den TAB von 11 überschreite. Gut, dann machst du, wie viel ASP hast du? 19. Ja, dann setzt du 19 ein, die dann aber eben... 10% Kosten reduziert. Das heißt, das sind 2 ASP, die dir geschenkt werden. ASP, genau, also mache ich 21. Das ist die Frage. Gehen die 2, die er spart, jetzt einfach laufen die über? Also er macht nicht 19 Schaden, sondern 21? Oder kriegt er die zurück und er macht die 19 Schaden und behält 2 ASP? Ich würd ihm 21 Silbertrefferpunkte in Yen angeben. Okay. Dann beschreibe dir die Szene. Ja, ich ziele mit meinem Finger auf den Gegner, der da sowohl unserer Maga als auch unserem Chorgeweihten schon einen üblen Kampf liefert. Konzentriere mich einmal auf die Macht des Erzes, auf das Silber, das mich umgibt, irgendwo und überall. Atme einmal aus, einmal ein und löse den Zauber aus meiner Hand. Schießt ein silbriger, enger Strahl, trifft den Gegner und geht wieder durch ihn durch. Der Gegner sinkt in sich zusammen und ihm ist sein Leben ausgehaucht. Ja, du machst, die Wundschwelle wird um 2 reduziert, ne? Konstitution durch 2 plus... Warte, ich guck noch. Ja, die Wundschwelle wird um 2 gesenkt. Hast du noch eine Trefferzone? Ja, selbstverständlich. Das ist normalerweise eigentlich der Körper, meine ich, aber... Wegen Stahl könnte das tatsächlich wichtig sein. Ja, wir haben auch einen Trefferzonenwürfel. So, stimmt. Aber 8 ist... ist das schon der untere Bauch? Würfel einfach nochmal. Ja, mach ich. In dem Momento. Trefferzonenwürfel ist hier. Oh, so ein Zusatzwunden, alles klar. Ja, mit einem splitternden Reißen zerbürst der Bauch von Jelen und von Dunkelstein. Auf der Rückseite treten silbrige Partikel aus, Blut spritzt im Raum umher, der weiter enger und enger und enger wird, sich zusammenzieht. Dann ist Boltax mit der 15 fertig, habe mir. Ich würde ein zweimal verkürzten Revisalis vorbereiten, der dauert dann 2 Aktionen. Okay, Reversalis was? Reversalis und dann ein Ignisfero. Ist das ein Agrimod-Geschöpf, gehe ich davon aus, bei den Wirkungen? Oh, das wäre eine Magiekundeprobe, was der Architekt des Walds jetzt wäre. 4 Hörner. Dämonologie zählt vermutlich. Dämonologie zählt, ja klar. Dann kann ich dir was zu dem Architekten erzählen. Es ist ein gnarischer Tumor. Welche Domäne? Ja, wahrscheinlich Agrippot, genau. Aus Agrippots
Sphäre. Also so organisch wie hier alles ist, muss es das sein. Ja, mit Humus und Erz. Ich würde wieder zweimal verkürzen, Reversales vorbereiten, aber zwei Aktionen, also eine Kampfrunde. Ich würfel einfach schon mal eine plus 5. Gut. Was kann denn der Bandstrahl wegbrennen gegen 5 Hörner, ne? Maximal? Ich lese es dir vor. Gut. Ich wollte es nicht gleich erst vorlesen, aber meine Ach, mach das gleich. Rafim kann noch gegen Jelnan kämpfen, der ist tot. Kann Rafim gegen den Architekten kämpfen? Ja, haben wir drauf. Ja, ne, machen wir mal einen 6er Wuchtschlag. Und die treffe ich nicht, das ist traurig. Genau, aktuell sind wir auch bei einer plus 4 durch den Boden. Dann habe ich jetzt eine plus 10er Erschwernis. Warte. Das treffe ich. Macht ihm 17 Schaden in den Torso, juckt ihn vermutlich wenig. Und dann wandere ich um und greife ihn an. Und treffe ihn wieder nicht. Gut. Dann ist Iserun dran. Ja, ich werde mich nicht weiter bewegen, weil ich genau in der richtigen Position hier stehe. Aber ich nehme mal an, dass Zulhamin gerne vor mich treten möchte. Ja, das möchte ich. Ich würde den nämlich auch gerne hauen. Mhm. Rafim hat ihn gerade geschlagen, ohne sich zu bewegen. Das geht, also muss ich auch nicht näher dran. Von da aus kannst du kämpfen, ja. Er ist halt ziemlich groß, sehr großer Gegner. Wen möchte er angreifen? Geweihte. Vor allem Geweihte. Er hat dann diese Runde schon angegriffen. Was er nächste Runde tut, weißt du nicht. Okay, gut. Und er kommt sowieso nicht an mich ran. Das heißt, ich versuche es auch mit einem Wuchtschlag. Moment, es greift ja sonst nicht mehr an. Das heißt, ich kann zweimal angreifen. Ich sage einen Wuchtschlag 8 an. Das ist gelungen. Ja. Kann er das abwehren, ausweichen? Nee, er hat seine Aktion schon benutzt. Also Schaden. Oh. Sind 10. 1W6 plus 4 plus 6, 8 sind also 14. Sind 14. Dann kann ich nochmal angreifen. Dann mache ich das gleiche nochmal. Wuchtschlag 8? Ja. Auch der trifft? Nee, weil du eine plus 4 hast fürs Umwandeln und nochmal eine plus 4 für den Boden. Ah, entschuldige. Dann hast du auf die nächste Aktion eine plus 8. Nein, eine plus 4. Das kommt aus dem Klingentänzer. Ah, gut. Dann ist die Kampfrunde zu Ende. Wow, ich zieh vor. Stopp. Welche Initiative Basis hast du? 16. 16? Okay, dann bist du tatsächlich vor mir. Aber du musst zwei Aktionen machen, ne? Dann kann ich dich noch einmal angreifen. Stimmt, ich müsste 8 vor ihm sein. Dann greife ich dich jetzt noch einmal an. Oh, Frosty, gönn's mir doch. Nein, ich greife sowieso Abel mir an und nicht dich. Aber ich würfel einfach mal spaßeshalber. Ja, trifft er, weil Guardianum 2w6 plus 2 sind 2 Schildpunkte, die Abel mir verliert. Weitere Zucken gelten. Und dann können wir jetzt einfach mal deinen Bandstrahl rechnen. Ja, bevor wir jetzt schachern, würfel ich erstmal und dann gucken wir nach, ey. Rechnen wir mal durch. Jetzt müssen wir rechnen. Was habe ich eben gesagt? Eine 8 für den Todesfall? 12? 12. Warte mal, ich finde gerade. Ja, ich habe 10 habe ich für den Todesfall stimmt. gegeben. Oh, du hast 10 gesagt. Okay. 10. Ich bin nicht wirklich in der Notlage, oder? Du bist. Na, boah. Doch. Hab ich bei Zulamin habe ich das eben auch gesehen? Zulamin ist, ja, aber da war ja seine Verteidigungsliturgie. Außerdem war da gerade Rafim im Klammergriff kurz. Stimmt, davor. Ja, okay, es ist keine Notlage für dich nicht. Ich würde sagen, ich greife auch ins Weltgeschehen ein. Ja. Das ist eine minus 2, das sind wir bei einer plus 7. Ist kein glücklicher Auftrag, es ist kein wirklich eigensüchtiges Motiv, ich bin kein Altbrecher, ich bin kein Frevler, bla bla bla. Ist eine Grad 5 Liturgie, das ist eine plus 8. Also 8 plus 7 ist eine plus 15. Dann ist es plus minus 0 geschafft. Es ist plus minus 0 geschafft. Sind dann noch irgendwelche anderen Sachen, die dir... Nee, eigentlich nicht, ne? Nicht, dass ich wüsste. Dann beschreib die Szene. Ja, dann steht hinten euch und betet lautstark über das Tösen des Kampfes vor sich hin. Im dreifachen Namen Praios, dessen Gleißen die Marke der Welt auslöscht.
im zweifach heiligen Namen Darados, dessen feurige Atem den Frevel hinwegfegt. Im heiligen Namen Alboins, dessen heißes Blut das Land trägt. Was der Ordnung spottet, kann in der Ordnung nicht sein. Was dem Licht ein Gräuel ist, kann im Lichte nicht sein. Und was das Weltengesetz bricht, das kann rechtens nicht sein. Und was nicht sein kann, das vergeht. Auge liege, Praios Vult! Können sehen, wie die Gesteine, der Raum von oben durchschlagen wird. Ein heißer, glänzender, sengender Strahl, der hinunterschießt direkt auf das Herz des Baumes, auf den Architekten des Walds hinzu. Und er mit einer Lichtexplosion verglüht. Was passiert mit all den anderen, die herumstehen? Nix. Also denen wird hell. Nur Dämonen und Baktira werden verglüht? Aus dem Himmel fährt ein gleißender Strahl auf das Ziel hinab. Der Mannstrahl zerschmettert unheilige Wesen wie Chimären, Golems oder Untote bis maximal 5 gehörte Dämonen zu Staub. Alle anderen Wesen verlieren das Bewusstsein. Magiebegabte und Zauberer verlieren sämtliche aktuell vorhandene Astralenergie. Faktiere erleiden darüber hinaus LKW Stern plus 15 Schadenspunkte. Dieser Hörn gilt als Gewalt und außerdem als verletzend. Aber Bannstrahl ist Einzelziel. Also werden alle anderen nur leicht geblendet und ich nehme an, mit dämonischen Überresten bestreut. Ja, aber kommt für den Effekt. Und wir Ulamin, verlieren nur es geht nur aufs Ziel. Ihr seid nicht das Ziel. Ulamin hält sich die Hand vor die Augen und geht ehrfürchtig auf die Knie und murmelt ein kleines Gebet an Praios. Dank. Ich starre offen in das blendende Licht. Iserun Vult. Praios Vult. Ach, da. Das war ja einfacher als gedacht. Ist er weg? Da ist noch ziemlich viel Matsche. Nichts kann vor Praios schmetterndem Blick bestehen. Nichts kann deinem strafenden Auge trotzen. Ah. Ulamin geht zu dir hinüber, legt dir eine Hand auf die Schulter. Das war wunderschön. Danke. Ich habe eine Frage. Jetzt, wo der Magier tot ist, bricht der Zauber ab, nicht wahr? Das ist definitiv. Ja. Der hat das Schmelzen. Das ist definitiv in aushärtendem Gestein, ja? Genau. Das härtet aus und mit Ausnahme von Abelmir, Beutax und Jalon steht ihr in den Knien versunken im Gestein, die anderen bis zu den Knöcheln. So, jetzt aber fix heraus, bevor das ganz aushärtet. Ja. Moment, also die im Gardianum stehen, können da raus, oder? Wenn er gerade schon zu Jalon drüber, ging das dann überhaupt? Also Abelmir hatte noch sein Zauberschild, das heißt ihr drei hier unten steht bis zu den Knöcheln im Stein, ausgehärtet, und die anderen bis zu den Knien. Gut, also wühlen wir uns da raus und das geht dann schon. Naja, es ist fester Stein. Warte, aber der harte Schmelze wirkt ja nicht sofort. Das heißt, wenn die Wirkung abfällt, geht das ja auch nicht sofort. Das heißt, wir sollten zumindest im Moment eigentlich Zeit haben, zumindest die Knöcheltiefen sollten eigentlich im Moment Zeit haben, sich rauszuwühlen. Dann gib mir mal eine Athletikprobe. Der geht drei Aktionen, okay. Nimm mal eine Athletikprobe, drei Aktionen schon. Müsst die Treppe hoch, die Jelnern runtergesprintet ist.